Moin Moin, hallo meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum Qualifying aus Russland und der Virus, der sitzt neben mir. Ja, mitten im Boxengasse, einmal in Team Rot. Und ihr seht schon vorne diese Tropfen draußen. Arsch. Naja. Lässt in etwa 5 Minuten nach. Leichter Regen Der Regen lässt in 5 Minuten nach. Oh. Oh. Ich fahre aber trotzdem eine Runde, um zu gucken. Jupp. Geht zur Strecke. Ah, okay. Fünf Strecke ist Minuten? nass. Schon sehr ganz schön für die Vielleicht haben wir Glück, dann können wir noch mal Bedingungen. schnell mit den trockenen Reifen noch mal schnell eine Runde gleich drehen. Mal gucken. Ja, das glaube ich eher weniger, aber. Boah, Mann, jetzt fahren sie aber auch. Wollen sie aber auch alle? Och nö, wen hab ich denn hier vor mir? Ach du Heilige. Achso, du bist schon draußen. Jo, da vorne ist er. Ja, mich haben sie ein bisschen früher rausgelassen. Ja, da ist er dabei. Das ist prima. Können wir uns gleich zum Gruppenkuscheln anmelden? Bottas ist auch vor mir. Das muss man erstmal wieder genau erstmal rausfinden, wie schnell kann ich bei Regen jetzt fahren, ohne dass ich gleich gegen die Wand krache. Das ist also der Bremspunkt, der Schaltpunkt ist dann noch sehr. Oh, man merkt schon. Ja. Ist ganz schön rutscherig, rutschlig, rutschig, rutschig. Ja, Bottas, du könntest aber ruhig ein bisschen schneller fahren. Der liebt, der schiebt. Und bei Trocken, da fährt er wie eine Brechstange. Ja. Oh, Alter, die Kurve, das ist ja auch. Wollen wir mal hoffen, dass das schnell aufhört zu regnen. Oh. Wenn die Karre sich schon anfängt, so langsam Richtung Wand zu drehen, dann weiß man schon immer, oh, jetzt. Gewinner, Verlierer. Ja, aber zu ein bisschen zu viel abgekürzt. Also Verwarnung noch gekriegt. Eieieiei. Oh, jetzt ist man ja fast am Stehen bei der Kurve. Kann man auf jeden Fall diesmal nicht mit trocken vergleichen. Das ist ja. Jetzt hinterm Bottas. Ich hinter unseren pinken Freund Ocon. Und das in einer gewerteten Runde. Oh, der Bottas. Okay, der war zum Glück vorm Ziel in der letzten Kurve von der Linie noch überholt. Weil übrigens, das habe ich, könnte ich mal den Arsch frei haben. Hat er nicht gesagt. Ja, du mich auch, ey. Danke, Ocon, dass du auf der langen Geraden nicht wirklich schnell fährst. Danke, oh Ferrari, für die tollen Motoren, dass wir doch so einigermaßen schnell an die anderen vorbeikommen. Ja gut, so kann man es natürlich auch sagen. Boah, das Anfahren ist so schwierig aus dem Kurvenausgang raus beim Regen. Ja, da tut es ein bisschen schwer mit, weil die haben auch dickeres Profil. Die kriegen dann erstmal spät wegen dem Ackerplaning überhaupt den Grip, um nach vorne durchzustarten zu Naja. können. Auf jeden Fall. Man weiß, man könnte eventuell in der einen oder anderen Kurve etwas schneller fahren, aber man sollte es wirklich nicht riskieren, weil schneller geht man flöten, wenn man auf die, wie heißt die jetzt, Curves kommen. Der Spritstand ist sehr niedrig, dein Tank ist fast leer. Komm innerhalb von 2 Runden an die Box. Kommt innerhalb von 2 Stunden an, 2 Stunden, 2 Runden an die Box, ja. Ach, scheiße, jetzt habe ich mein Benzinmanagement total vergessen. Okay, letzte Kurve. Ne, vorletzte. Oh. War doch klar, dass der Lewis da einen raushaut. Boxenstopp. Dieser, oh Gott, dieser, oh Du bist Gott. jetzt auf P2. Du startest zurzeit aus der ersten Reihe. Was hat er auch kommen mit meinem roten Flügel? Der ist schon wieder rot. Okay.
Hey, Hauptsache, bist du übers Ziel gefahren. Ja, ich bin drüber, hab einen zweiten Platz belegert. Nice. Oh, ich fahre jetzt an die Box und dann wart ihr auf schönes Wetter. Ja. Also Linkskurve ist gerade fertig. Also, ich krieg keine gute Zeit. Nein, ich muss ja sowieso gleich. Ja, Fahr dir nur die Karre nicht kaputt, weil dann musst du von hinten starten. Mach dir jetzt nur keinen Scheiß. Das gleiche will ich, das Schicksal. Ja. Da kommt sie dann vorbei. Boxenstopp. Geht klar. Boxenstopp in. Warum hat er auch konnte gebremst? Er hätte doch einfach fahren können. Weiß ich nicht, bei Regen sind die alle so ein bisschen. Ich fahr jetzt lieber rein, ey. Ich will nichts riskieren. Vor allem ist die Strecke gerade voll. Ich habe schon wieder Hamilton und Quert vor mir. Wie sind denn die Zeiten, Digga? Weiß ich nicht. Ja, guck doch mal, du bist doch drinne. Nee, ich bin ja noch gerade am Fahren. Du warst in die Boxengasse. Du sagst, du fährst, dass es wieder trocken ist. Ja, aber ich muss ja erstmal zur Box hin. Ich sag doch, ich habe gerade Hamilton und Quert vor mir. Fährst du quer? Siehst du mehr? Na, das fahre ich hier automatisch bei Regen. Oh, Alter, was macht der Quert denn da vorne? Ja, ich muss so bremsen. Guck mal, ihr seht ja schon. Mit 140 knapp muss man trotzdem bremsen, sonst kommt man einfach nicht um die Kurve. Jetzt fahren wir alle drei in die Box, geil. Einmal reinschieben, James. Danke. So. Mal gucken. Du bist ja rechtzeitig drin, wenn ich komme, ha? Weiß ich nicht. Nein, ich muss wieder warten. LOL. Die kriegen es einfach nicht geschissen, die Jungs. Okay, aber diesmal muss ich nicht ganz so lange warten. Nee. Oh, jetzt bin ich mit dem einen fast über die Füße gefahren. Oha, ey. Jetzt er schon bereit zum Hochheben, aber die anderen noch nicht, ey. Was ein Timing, ey. Ich krieg Krachen, ey. Ja, die sind viel beschäftigt, die Jungs. Oh, Heavy Metal, ey. Jo, er hält den Sauger mitten im Reifen rein. Auch ein geiler Bug, ey. So, dann gucken wir doch mal. Zeiten. Jo, was will ich mehr? Okay, es sind noch 4 Minuten verbleibend. Wie war das nochmal? Es hört auf zu rechnen. Ja, der war gut. Aber ich fahre jetzt auch nicht mehr raus, das lohnt sich nicht mehr. Die Frage ist ja, ach schade, wir könnten jetzt nicht mal gucken, ob das der Regen gleich wirklich aufhört oder den Chef fragen. Nicht dich? Ja, man kann ja hier an dem Computer gucken. So, Wetter wählen, Wetter anzeigen, so, qualifying. Also hier wie es ausschaut, hört das nicht auf zu regnen. Also die Wetteranzeige sagt mir, in 15 Minuten regnet es immer noch. Also ich weiß nicht, was Jeff da eben erzählt hat. Also ich muss sagen, wir haben ja echt gut abgeschnitten, ne, mit den Zeiten her. Also wir haben uns gut vorne platziert. Die beste Runde bis jetzt. Deswegen reicht das auch. Minute 52. Kann man noch gucken, was die anderen machen hier. Der fährt Hamilton, überhaupt einer? Der Hamilton hatte 1,55, hat mich von 3 Sekunden abgesetzt. Also plus 1,3 Abstand, okay. Ja, aber... Oh. Gucken, wer ist denn gerade draußen? Oh, jetzt fahren wieder jede Menge Leute raus. Alter Schwede, jetzt wird's voll. 1, 2, 3, 4, uiuiui, 5. Ja, die wollen vielleicht eine Runde nochmal checkern, aber ich glaube nicht, dass das noch wirklich was wird bei denen. Ne, besonders wenn's so voll ist. Was sind nur 6 von 20, das geht noch. 7. Ja, die anderen, die aus der Box fahren, die wählen ja jetzt erst gezählt. Ja. 10 von 20, die Hälfte ist da. 11, 12. Okay, gut. 13. 14. Ich glaube, wir wollen nicht länger zugucken. Wir gehen ins Rennen über. Was meinst du? Nee, wenn, dann lass uns eben noch gucken. Weil das interessiert doch die Leute auch dann im Endeffekt, wie abgeschnitten wird. So, ich schaue mir mal eben den Hamilton mal eben an. Mal gucken, was der hier macht. Valtteri Bottas. Oh, der bremst aber früh. Ach du Heilige. Kein Wunder, dass die so schlecht fahren bei Regen. Der Hamilton und der Bottas, die haben einen zwischen sich. Weil ich glaube, das war der Ocon. Irgendwas Pinkes meinst du? Ja, genau. Ja, das ist sogar der Ocon, sehe ich gerade.
Oder nee? Grosjean ist auch dazwischen, oder? Warte mal, nee, ich hab doch. Das müsste Grosjean, Sergio der Perez. Perez, der Perez ist zwischen. Alter, ist das Carlos voll. Sainz ist am 20. noch. Fährt mit Intermediens. Ja, ist ja auch nass. Ja, stimmt. Man sieht ja so schön bei dieser TV-Perspektive, wie das Wasser da aufgespritzt wird da. Oh, ich bin jetzt bei Hülkenberg. Valtteri und Teewurst. Hülkenberg ist jetzt gerade über Ziellinie gefahren. Platzierung 14. Achso, das war ja die. Ja. Da müsste ja noch eine Runde. Oh, die letzten 50 Sekunden laufen. Bin ich echt mal gespannt, was sich hier noch zeitlich tut, aber ich glaube nicht, dass die noch an uns rankommen werden. Das wäre jetzt aber. Schalten wir jetzt mal zu Esteban Ocon. Nein. Du kannst zu allen halten, außer zu den Mercedes, weil der. Zu wem halten wir denn jetzt? Ich gönn's dem Stroll, gönn ich's mal, aber der ist zu weit weg. Oh Gott, guck mal, der Ja, Verstappen. der Pascal Wehrlein ist mit einem Mulk. Oh. Nee, der ist vorne vor, okay. Aber er hat noch Glück gehabt, dass er die anderen zwei nicht überholen muss. Ach, da hinten ist wahrscheinlich der Hamilton hinterher. Ja gut, das Problem ist, der Wehrlein hält die alle auf. Das ist wahrscheinlich das nächste, ja. Oh, So, und das da ist zu ist. Ende. Was haben wir da? Ja, siehst du mal, wusste ich's doch. Ah, sehr schön. Die haben sich zwar beide noch ein bisschen verbessert, aber nicht viel. Aber wie sieht's denn unten aus? Gut, natürlich Red Bull und Force India wieder, die waren nicht schlecht. Grosjean hat sich auf 9 mit seinem Haas. Oh, schick, Auf der schick. Rangliste bin ich 58, der Hamilton ist 51. Ja, guck, das geht da auch. Ja, der Rest, der ist soweit. Diesmal waren die Williams ganz schön schlecht. Mal gucken. Ja, Rangliste musste noch ein bisschen. Ja. Aber das wird ja jetzt anscheinend bei dem nächsten Ding. So, meine lieben Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich in einem trockenen Rennen wieder. Ja, hoffe ich auch. Ne? Dann schaffen wir das schon. Bis zum nächsten Mal. Also bis dann, Leute. Ciao.